Vor einigen Wochen wurde bei Ihnen eingebrochen. Wie war das für Sie? Ja, das war für mich natürlich schon ein bisschen ein Schock. Vor allem deshalb, weil ich bisher die Meinung vertreten habe, dass bei mir nicht eingebrochen wird. Nun haben Sie den Einbruch ja nicht direkt entdeckt, sondern am Telefon davon erfahren. Ja, ich war für einige Tage im Südtirol und da wurde ich dann an einem Morgen plötzlich angerufen, um 8 Uhr früh. Und man hat mir mitgeteilt, dass in meinem Haus eingebrochen wurde. Was ist das für ein Gefühl, wenn man am Telefon erfährt, dass das Haus verwüstet ist? Ja, das Gefühl ist natürlich schon sehr eigenartig. Ich wollte es zuerst gar nicht zur Kenntnis nehmen. Ich habe gedacht, es ist ein schlichter Witz, dass man mir das am Telefon erzählt. Man musste zweimal nachfragen. Ja, stimmt das wirklich? Ja, was ist denn passiert? Und ich war natürlich schon sehr nervös. Und dann hat man mich eben in etwa aufgeklärt, was hier alles geschehen ist. Ich habe dann immer wieder nachgefragt, ja, wo ist eingebrochen worden? Was hat man mitgenommen? Was haben Sie erfahren? Was ist in Ihrem Haus passiert? Ja, es war natürlich eine furchtbare Unordnung. Man hat sämtliche Kästen aufgemacht, die ganzen Hemden, Wäsche herausgeworfen und geschaut, ob irgendwelche Schmuck oder vermutlicherweise auch Geld dahinter liegt. Man hat teilweise Kästen und Schubladen zerlegt. Es war also schon scheinbar im Haus, war alles völlig durcheinander. Und vor allem im Keller unten, wo der Safe aufgeschrempt wurde, er wurde also vom ersten Stock in den Keller hinuntergetragen, da sah es natürlich auch fürchterlich aus. Was haben die Einbrecher mitgenommen bei Ihnen? Sie haben Computer, Kameras, Geld natürlich haben sie gesucht und auch teilweise etwas gefunden und auch Schmuck. Die sind scheinbar spezialisiert auf Kleinteile. An Ihrer Haustür steht etwas von einer Alarmanlage. Hat diese nicht funktioniert? Ja, die Alarmanlage hat es nicht gegeben. Es war nur das Etikett dort. Und ich habe geglaubt, wenn ich da ein Etikett auf die Türe picke, dann glauben die Einbrecher, ich habe wirklich eine Warnanlage, die ich natürlich nie gehabt habe. Wird sich das ändern? Ja, das wird sich jetzt auf jeden Fall ändern. Ich habe mit der Kriminalpolizei Kontakt aufgenommen. Die haben mir Tipps gegeben, wie man ein Haus in etwa gut absichern kann. Wie geht es Ihnen heute damit? Ich bin nicht mehr so locker, wie ich früher war. Und es kann sogar passieren, dass ich am Abend, wenn ich im Bett liege, plötzlich noch einmal aufstehe und kontrollieren gehe, ob auch alle Türen und Fenster richtig zu sind. Hat dieser Einbruch Ihr Leben verändert? Nein, verändert hat es sicherlich nicht. Das Leben geht genauso weiter wie bisher. Ich habe prinzipiell keine Ängste, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nur bin ich natürlich jetzt schon etwas vorsichtiger geworden. Werden Sie auch in Zukunft noch in Südtirol fahren? Ja, selbstverständlich. Es wird also mich nicht hindern, wenn ich eine Reise machen will oder wenn ich im Winter Skifahren gehe, dass ich das deswegen nicht mache. Da wird sich hundertprozentig nichts ändern.